Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zur neuen Folge Crusader Kings 3 mit unseren Wikingern, die mittlerweile Britannien gegründet haben. Das Große, also in der Zukunft, werden sie sich dann groß führen. Jetzt müssen wir erstmal noch diesen einen kleinen Krieg beenden, beziehungsweise wir könnten eigentlich auch einen weiten Frieden machen. Ja. Na, genau. Dann können wir nämlich einfach den nächsten Krieg gleich starten. Weil wir haben keinen Waffenstillstand mehr. Die haben nicht allzu viel Truppen. Und dann können wir uns direkt mal das Zeug da erobern. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Ah, das sind zwei verschiedene. Das ist ja ärgerlich. Struktur von Neustrien. Ja, das sämtliche innerhalb des Reichs von König Louis, aber die Teil von Herzog von Neustrien sind. Ist die Frage, zählt das dann auch dazu, weil das gehört ja gerade in Neustrien. Das ist die große Frage. Wir können natürlich auch einfach einen Einfall ins Königreich machen, ne? Und wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann wird man es auf jeden Fall bekommen hier oben. Übernimmt die alle Titel, die de jure zum Titel gehören und alle besetzten Grafschaften außerhalb davon. Also man könnte einen richtig großen Krieg jetzt führen. Und die locker besiegen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Hat man es auf jeden Fall. Plus Westfranken noch. Das könnte man eigentlich mal machen, ha? Mal so ein letzter großer Krieg. Und dann würde ich nämlich gern das ganze Let's Play beenden. So. Dann werden wir erstmal hier oben besetzen, würde ich sagen. Schauen wir mal. Können wir jemanden mit reinrufen? Was bist du denn? Kann man da Druckmittel? Okay. Dann werden wir ein paar Verbündete reinrufen. Das kann ja nicht schaden. Sehr schön. Alle her. So. Dann teilen wir das Ganze mal auf. Wir setzen erstmal das Zeug hier oben, würde ich sagen. Und dann gehen wir rüber. Über den Ärmelkanal. Und schnappen uns da den Rest. Mach weiter, haben wir keine Geheimnisse. Glaubst du es denn? Oh, da kommt. Oh, sowas habe ich natürlich nicht bedacht, ne? Dass die natürlich auch rüberkommen können. Dann verziehen wir uns mal schnell. Was ist Skandal? So ein Skandal, der Skandal. Mal hier sammeln und dann einmal rüber da. Dann klopfen wir euch auf drauf, auf euch drauf. So, wir sind ja wohl. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Denke ich. Kommt da noch mehr? Nö. Sehr gut. So. Der Mann da.
Dann schauen wir mal, dass wir die da auch noch wegbekommen. Nein, das soll zwar weiter stören. Finden. Schön auf dem Berg niedergelassen, ne? So, das haben wir ja gerne. Na, schönen Dank auch. Genau, vertiere ich mal. Ein Sinn ist was, ne? Sprung ab. Ich möchte seit langem nur ein Nähzeug. Ich habe ihm gesagt, dass ich einen Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn er sich auf die Studien konzentriert. Ich war zufrieden. Spannungsverlust? Meinung? Ja, machen wir zufrieden. Ah. Das geht auch. Okay. So. Moment. Da müssen wir mal schnell hin. Mal die Leute abfangen. So. Aha. Den ihre Armee platt machen, dann war es das nämlich. Was? Wie auch immer, macht mal. Irgendwie hat er keine Geheimnisse, hä? Huh? Ist ja doof. Okay. Dann geh mal dahin. Vielleicht gibt es da ja welche. So, wir werden hier mal ein paar Truppen abstellen. Und der Rest geht darüber. So. Schnappen wir uns hier mal. Ah, neue Kriegsführungsdienst. Dinge, sehr gut. Dritte Effektivität, sehr gut. Oh, oh, kommen wir da rechtzeitig hin? Ich glaube nicht ganz. Ah. Klappt daneben, ist trotzdem vorbei, ne? Cheat. Wo willst du hin? Hab dich, danke. Kannibalismus, ah, sehr schön. War das jetzt hier? Nee. Ich habe gesehen, hier oben war auch ein Krieg. Ist der schon vorbei? Scheint so, okay. Und wir haben gleich keine Versorgung mehr. Das ist natürlich auch sehr unpraktisch. Aber wir sind schon bei 75%. Immerhin. Dit ist gut. Wer hat das ja eigentlich besitzt? Smarland. Was kriege ich denn? Das da oben auch, oder? Wie heißt denn das? Devon, Dorset und Kent. Devon, Kent, Dorset. Ja, passt. Passt. Okay. Wir werden es erstmal ein bisschen aufteilen. Bisschen.
sollen die erstmal ihre Truppen auffüllen. Jetzt war ihre Vorrede. So. Da müssen wir nämlich ein bisschen. Strategische Sackgasse, das ist auch nicht schön. Augmented. Ja, können wir da mal die Beziehung verbessern? Ach hier, die laufen ja schon für uns rein. Ein knausriger Buchhalter, na geil. So, das setzen wir da mal so lang. Die haben ja eigentlich keine Truppen mehr, die großartig gefährlich werden können. Vielleicht gerade eigentlich hätte auch bis Paris durchfahren können, ne? Oh, das ist ein Anspruch auf Königreich Dänemark. Wow. Okay. Mal kurz hier reinschauen. Ja, das ist eigentlich. Jo, unwichtig. Wir müssen jetzt eh gleich durch. So, soll vielleicht die Pause rausnehmen, ha? Ach, echt jetzt? Der hat echt sein Dingens aufgelöst. Oh, mein Bruder ist tot. Na toll. Trostfresse. Nix da. Ja. Ach. Privater Garten. Ja. So, wir haben unseren Kriegsanspruch durch. Damit haben wir ganz Britannien vereinigt. Bloß noch ein bisschen was extra. Wie geil. Aber aus irgendeinem Grund ging der Erfolg nicht für ihr Dingens. Oh wow. Hier für Blutadler der Erfolg ging irgendwie nicht. Obwohl ich ja eigentlich mit einem Sohn Ragnars angefangen habe. Ich weiß jetzt nicht, warum das nicht mehr ging. Weil das Ganze steht nämlich auch nicht hier drin. Der Blutadler. Könnte es natürlich sein, dass es daran liegt, dass wir zwischenzeitlich keinen Ivarin als Herrscher hatten. Oder gespielt haben, besser gesagt. Aber hier ist er nicht drin. Das finde ich sehr komisch. Könnte eventuell daran gelegen haben. Ich weiß es nicht. Das nervt mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Na? Ich wollte mal die ins Aufrufen, aber es geht gar nicht. Nee, ich weiß nicht, warum das nicht ging. Ich glaube jetzt auch nicht, dass an irgendein Mod gelegen hat, weil ist ja noch alles freigeschaltet an Iron Man und so. Weil die anderen würden ja auch gehen. Hier habe ich auch nichts geändert gehabt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir dann das nächste Mal etwas anderes spielen. Müssen wir mal gucken, was. Das weiß ich auch noch nicht so genau. Wir können ja hier mal noch so spaßeshalber die Sachen machen. So, geben wir das hier mal. Was haben wir denn noch so? Irgendwas Nordisches. Da ist noch einer.
Stempel vergeben. So. Kann man den auch gleich hier Cornwall geben? Und bekehren. So. Sollte ja eigentlich funktionieren. Genau. Wunderbar. Dann haben wir hier noch was. Wessex, genau. Das war der Typ. Das ist angelsächsisch und katholisch. Mal gucken. Ob wir noch einen Angelsachsen da haben, ne? Da. Den da zum Beispiel. Können wir jetzt hergehen? Wir können den Vasallen verleihen. So, dann ist der nun auch glücklich. Den können wir dann auch bekehren. Dann sollte es eigentlich funktionieren, genau. Noch mehr Assertusch. Was haben wir hier oben noch welche? Aber ich glaube, die können wir nicht bekehren, oder? Schauen wir mal. Versuchen es einfach mal. Ja, der könnte. So. Nee. Ah. Ihr habt. Hat sich wieder was angezogen. Sehr gut. Gefällt mir das. Gut, hier oben haben wir noch einen, der möchte nicht. Wie könnte er wollen? 68%. Sehr schön. Du hast angezogen hier. Du auch, bitte. Nee. Sauerei. Wollen alle nicht. Schade, na gut. Die wollten nicht mehr so ganz. Aber ist schon sehr viel Assertruhig geworden, auf jeden Fall. Leider haben wir nicht geschafft, die ganze Insel zu bekehren. Aber naja, wir haben jetzt jede Menge Truppen auf jeden Fall. Viele Champions. Ja, lässt sich doch gut spielen eigentlich. Gut, das nächste Mal, was machen wir da? Ich weiß es noch nicht so genau. Vielleicht Ägypten gründen oder so. Wäre mal eine nette Idee. Oder, oh, das ist tatsächlich Ägypten jetzt. Oder irgendwas anderes. Hier vielleicht mal eine Reconquista machen oder so. Müssen wir mal schauen. Also bis dahin, ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, lasst mir doch gerne Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Let's Play, wo auch immer das sein wird. Muss ich mir noch ein bisschen überlegen, weil ich habe jetzt ein paar Tage vorweg aufgenommen. Bis dahin, auf Wiedersehen.